Hallo und damit ein herzliches Willkommen zurück bei That's Synchronicity. Wir kommen hier noch nicht an den Zaun vorbei. Was macht das? Halb vergrabene Platte. Ich habe nicht die Absicht, mich in den elektrischen Zaun zu werfen. Als Selbstmordoption würde ich dann doch eher den Park nebenan bevorzugen. Okay, wir haben da eine vergrabene Platte, da komme ich also nicht hin. Und hier unter stromstarken Zaun. Okay, wir kommen ja also noch nicht hin. Also benutzen wir mal was anderes und machen mal was anderes. Ich würde mal sagen, wir gehen mal zurück zum Lager. Denn da konnten wir ja noch was machen. Nämlich, wir konnten noch hier hingehen. Genau. Wir konnten ja hier noch nicht runterkommen, also machen wir das jetzt mit dem Seil. Der Baum sieht zwar ziemlich kaputt aus, aber immer noch stark genug, um das Seil daran festzubinden. Wir sollen ja unten da irgendwas finden. Von hier aus komme ich da nicht ran. Ich muss zuerst einen Weg finden, da unten runterzukommen. Bevor ich runterklettere, lasse ich die schwersten Sachen besser hier, falls das Seil mein Gewicht nicht aushält. Da. Unter dem Wasser muss es noch mehr von diesen Steinen geben. Ohne Zweifel sind das die Reste eines Gebäudes, das hier versunken ist. Sieht aus, als wäre hier was locker. Ein Löwe. Ein kleines Stück behauener Marmor. Der Kopf eines Tieres über etwas, das wie Flammen oder ein offenes Feuer aussieht. Könnte es ein Löwenkopf sein? Bingo! Finden wir ja noch mehr Zeug? Okay, dann klettern wir nach oben. Wir haben einen Löwenkopf. Genau das, was wir brauchen. Ich pack mein Zeug mal besser wieder ein. Bevor ich runterklicke, falls das sein. Oh nein! Sollte es jetzt nicht. Ach komm. Das wollte ich doch nicht. So. Zurück in die Stadt. In die Kirche. Löwenkopf für den netten Großvater. Für den angeblichen Reverend. Der Kopf des Löwen über den Flammen. Ich glaube, das gehört dir. Der Kopf des Löwen. Der Kopf des Löwen über den Flammen. Die Ruinen des Tempels stehen noch. Erlösung ist noch möglich. Wir können es verhindern. Wir können es noch verhindern. Verstehst du nicht? Die Auslöschung der Zeit. Der Zorn Gottes für unsere Arroganz. Es ist noch Zeit. Ich muss zu den Ruinen des Tempels zurückkehren. Ich muss zu den Ruinen des Tempels zurückkehren. Warte doch. Tja, es gibt keinen Zweifel. Der Mann ist komplett wahnsinnig. Ach nein, wirklich? Ich jetzt mal den kreuzförmigen Stock an mich. Bänke, Steinkreuz. Hier kann ich nichts mehr machen. Gut. Warte mal, wir haben noch das Brecheisen, ne? Das bringt leider nicht. Nee, das Brecheisen. Vielleicht kann ich mit dem Brecheisen das Schild von der Wand lösen. Jawohl. Verdammt, das hat geklappt, aber das U-Bahn-Schild ist in zwei Hälften zerbrochen. Macht nichts. Damit können wir wahrscheinlich was anderes anfangen. Ich habe schon eine gewisse Idee. So. Vergiss es. Ich. Okay. Mal sehen. Ich habe gerade eine primitive, selbstgebastelte Schleuder gebaut. Wow. Sie könnten das perfekte Geschoss sein.
Aber diese Nägel würden nur das Gummiband kaputt machen. Abgesehen davon habe ich das Gefühl, dass ich nicht besonders gut mit dem Ding umgehen kann. Ich bezweifle, dass... Okay, hier kann ich nichts machen. Das U-Bahn-Schild ist schon in zwei Teilen. Bringt nichts. Ich bezweifle, dass ich irgendetwas... Das U-Bahn-Schild ist... Besser nicht. Verdammt, ich habe gedacht, ich könnte jetzt hier mit was machen. Moment. Vergiss es, ich würde... Nein, auch nicht. Egal, wie sehr ich mich anstrenge, ich glaube nicht, dass es möglich wäre, das als Geschoss für die Schleuder zu verwenden. Schade, schade, schade. Habe ich irgendwas übersehen? Ein zerbrochenes U-Bahn-Schild. Das passiert, wenn man ohne die richtigen Werkzeuge etwas von der Wand reißen will. Ich bin mir sicher, dass das U-Bahn-Schild schon kaputt genug ist. Warum sollte ich das machen? Obwohl der Bolzenschneider so stumm, aber ich würde... Vergiss es, ich würde... Nee, auch nicht. Halb vergrabene Platte. Das geht leider nicht. Ich komme da also nicht durch. Jetzt habe ich die Frage, wie komme ich da durch? Ich muss doch einen Weg geben, diesen Zaun zu durchbrechen. Sie könnten das per abgesehen. Ja, aber auf wen soll ich das überhaupt schießen? Das ist die Frage. Hier habe ich gerade keinen Plan. Was mal der Eingang zu einer U-Bahn-Station war, ist jetzt ein mit Stein und Beton verstärkter Bunker. Auf dem abgenutzten Schild steht, U-Bahn-Verbindungen sind bis auf Weiteres stillgelegt. Ich nehme an, die Tunnel wurden nach der großen Welle geflutet oder zerstört. Also kommen wir auch nicht rein. Nehmen wir das hier mal. Das scheint mir keine gute Idee zu sein. Darauf schießen? Selbst wenn ich ein Geschoss hätte, bin ich doch eher ungeschickt. Ich würde nur meine Finger im Gummiband verheddern. Die Ampel hängt mehrere Meter über dem Boden. Ich komme nicht ran. Warte mal, mir ist was eingefallen. Ich konnte doch auf irgendwas draufklettern. Oder? Dieses Haus hat schon einen Besitzer. Ich lasse ihn besser in Ruhe. Wie mache ich jetzt weiter? Eine starke, selbstgebaute Schleuder. Und ich weiß nicht, ob es Intuition ist oder das bisschen, was von meinem Gedächtnis noch übrig sein mag. Aber ich habe den Verdacht, dass ich als Kind mit den Dingern furchtbar ungeschickt war. Was mal ein rundes U. An den Nägeln hing das Schild, das die Schließung des Suicide Parks verkündet hat. Sie sind extrem verrostet. Naja, angesichts der Epidemie der Zerflossenen ist Tetanus die geringste meiner Sorgen. Ein ziemlich alter und stumpfer Bolzenschneider. Ich fürchte, in dem Zustand werde ich ihn nur für weichere Materialien einsetzen können, wenn ich überhaupt irgendwas erreichen kann. Jetzt ist die Frage, was machen wir? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht haben wir den Stadtbewohner. Kann ich euch ein paar Fragen stellen? Sicher, aber halt's kurz. Kannst du nicht sehen, dass wir sehr beschäftigt sind?
Was geht in dieser Kirche vor? Sind alle vollkommen wahnsinnig geworden? Meinst du den Reverend und seine Schäfchen? Kümmere dich nicht so sehr um die. Reverend Blake ist ein guter Mann. Er hat nach der großen Welle vielen Leuten geholfen. Aber er hat mit der Zeit seinen Verstand verloren. Du siehst ja, was jetzt von ihm übrig ist. Naja, ich bin ein- oder zweimal hingegangen, um ihm beim Predigen zuzuhören. Die Tage sind lang, man muss ja was finden, um sich zu beschäftigen. Ich versuche ungefähr um diese Tageszeit hinzugehen. Dann sind dort weniger Leute, so kurz vor der Ausgangssperre. Der Reverend scheint besessen von dem seltsamen atmosphärischen Phänomen am Himmel zu sein. Und von religiösen Themen wie Schuld und Sühne. Auch wenn ich denke, dass er dabei größtenteils von sich selbst redet. Aber das Überraschendste an der Sache ist, dass er Hunderte von Anhängern hat. Und ihm laufen ständig neue zu. Sie kommen von überall in der Stadt. Und sie lassen ihn sogar hin und wieder in das Flüchtlingslager, um dort zu predigen. Die Menschen lieben ihn. Warum überrascht dich das? Wir sind unser ganzes Leben lang geistig gesunden Anführern gefolgt. Und schau nur, wohin uns das geführt hat. Vielleicht ist es an der Zeit, den Verrückten zu folgen. Das war das Vernünftigste, was du den ganzen Tag über gesagt hast. Atmosphärisches Phänomen? Meinst du den Riss im Himmel? Im Lager weiß niemand, was das ist. Auf dieser Seite des Zauns ist die Obrigkeit auf einen eigenen wissenschaftlichen Begriff gekommen. Atypische, kontrollierte Turbulenz in der oberen Ionosphäre. Obwohl ich ja glaube, dass das nur eine umständliche Art ist, uns zu sagen, dass sie keine Ahnung haben, was zur Hölle den Himmel nach der großen Welle zerteilt hat. Ich bekomme jedes Mal eine Gänsehaut, wenn dieses Ding da oben dieses Geräusch macht. Wie eine rostige Maschine klingt das. Ich wünschte, diese verwirbelten kleinen Wolken da oben wären unsere größte Sorge, meine Liebe. Ach, halt die Klappe! Danke für das Gespräch. Danke für deine Gesellschaft, mein Freund. Endlich mal vernünftige Leute. Wow. Was mache ich denn jetzt? Muss ich nochmal zurück zum Lager gehen? So. Sieht nicht so. Der Bolzenschneider ist ziemlich abgenutzt. Ich werde keine Energie darauf verschwenden, ihn ohne guten Grund einzusetzen. Brechstange. Ich wüsste nicht, wie das klappen sollte. Und jetzt? Was mache ich jetzt? Leerer Platz. Ich bin ein bisschen herumexperimentieren, aber mir fehlt gerade jeglicher Sinn, was ich machen könnte. Ah, warte mal. Das Kabel ist so hoch. Von hier aus komme ich nicht ran. Okay, dann mal los. Es ist unmöglich, diese Fässer auch nur ein kleines Stück zu bewegen. Nee, du sollst da draufklettern. Darauf schießen? Selbst wenn ich... Das Kabel ist so hoch. Damit vielleicht. Das Kabel ist... Auch nicht. Wie soll das gehen? Keine Ahnung. Ich muss da irgendwie an das Kabel rankommen. Ein dickes Kabel, das auf... Ich kann das aber von hier aus... Das Kabel ist so hoch. Sie könnten das perfekt abgesehen... Egal wie... Nee, ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Nein,
Jemand mit besserem Zielvermögen müsste das tun. Ich könnte das Ziel niemals von hier aus treffen. Ah. Hallo, Michael. Hallo, Jungs. Wir haben Mom aus dem Haus gelockt. Wo ist jetzt unsere Belohnung? Ich glaube, ich habe etwas, was euch gefallen wird. Ja, ich glaube, ich habe etwas, das euch gefallen wird. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, was ich tue. Das sind nur Kinder. Und es könnte richtig Ärger geben. Ich weiß genau, wofür sie sie benutzen werden. Aber ihre Treffsicherheit ist beeindruckend. Und etwas Unruhe am Lagerzaun wäre für alle eine gute Sache. Abgesehen davon wollen sie etwas für ihren Vater tun. Und diese bewaffneten Schweine verdienen eine Lektion. Was ist es denn, Michael? Sag schon, was ist es? Ich bin mir sicher, dass euch das wirklich gefallen wird. Hier, bitteschön, eine Schleuder. Es ist eine Schleuder! Danke, Michael. Damit können wir die Wachtürme treffen. Komm schon, lass es uns versuchen. Das wird ihnen eine Lehre sein. Achtung, alle Einheiten im Sektor 12, sofort beim nördlichen Wachturm melden. Ich wiederhole, sofort beim nördlichen Wachturm melden. Ach du Scheiße! Ich weiß nicht, es muss etwas Ernstes sein. Bewegung! Du hast ihn getroffen! Ja. Und was passiert jetzt? Weiß ich nicht. Wir müssen hier weg. Schnell, lauf! Sollte ich besser mitnehmen. So. Ich werde die nicht aufheben. Abgesehen... Das muss das seltsame Phänomen sein, von dem ich die Leute im Lager habe reden hören. Das, was kurz nach der großen Welle erschienen ist. Gott treibt seine Engel durch die Wunde, uns zu strafen. Steht in diesem Notizbuch, das ich in Rods Wohnwagen gefunden habe. Hm. Gut, dann gehen wir jetzt mal wieder. So, sind wir jetzt wieder draußen. Ein kleines Wach. So. Satteltasche. Perfekt. Jawohl, genau das, was wir brauchen. Verdammt, es gibt keinen Zündschlüssel. Einer der Soldaten muss ihn haben. Das hätte ich mir denken können. Würde es mir irgendwas bringen, die Reifen dieses Motorrads zu zerstechen? Ich glaube nicht. Schade. Das würde die Verfolgungsjagd nur ein bisschen kürzer machen, aber jetzt haben wir dicke Kunstlederhandschuhe. Das müsste uns eigentlich weiterhelfen. Na komm, Michael, schneller, schneller, schneller. Na komm. Ich habe nämlich eine super Idee, was wir machen. Okay. Ich werde die Handschuhe anziehen und das Stromkabel durchschneiden. Wow. Perfekt. Das hat geklappt. Mal sehen, was da unten ist. Es ist eine Falltür. Und es sieht aus, als wäre sie schon sehr lange nicht mehr benutzt worden. Dann gehen wir doch mal rein. Diese Tür führt zu einem dunklen Raum. Was zur Hölle ist da nur drin? Ich kann das Summen von Elektrizität hören. Aber ohne Licht werde ich nicht rausfinden, was das ist. Ich vermute mal, da ist der Generator drin. Jetzt gehen wir mal dahin. Alter, was ist das für eine Haupthalle? Was ist das hier für ein Ort? Wo zum Teufel bin ich hier? Scheinbar ist das kleine Gebäude an der Oberfläche nur Tarnung. Der wichtigste Teil liegt hier unter der Erde. Sind das alles Zerflossene? Wie viele Patienten haben die hier reingestopft? Dutzende? Hunderte? Das ist grausam. Alter. Na, großartig. Es geht einige Meter nach unten und dieses Geländer wackelt, wenn man es anfasst. Mein Gott, sollte es die Sache nicht sicherer für Leute machen, die von einer Seite zur anderen wollen, wenn man so ein Ding anbringt? Alter, guck doch mal, die Leichensäcke bewegen sich noch. Oh.
kann nicht direkt hineinsehen. Diese Lampen sind so grell, dass es hier drin taghell ist. Es muss eine enorme Menge Strom verbrauchen, um dieses Gebäude am Laufen zu halten. Das erklärt die vielen Fässer draußen. Darin wird all der Treibstoff gelagert, der für die Generatoren der Anlage gebraucht wird. Oh ja, das denke ich auch. Das sieht nicht sehr sicher aus. Beim Drüberlaufen zittern mir die Knie. Dieser Steg hat mir gerade etwas über mein vergangenes Leben enthüllt, dass ich eine immense Höhenangst habe. Hunderte von Zerflossenen, wie Sardinen in dieser Halle aneinandergereiht, wo sie auf das Ende warten. Ihre Schreie lassen einem das Blut in den Adern gefrieren. Wenn es in dieser neuen Welt eine Hölle gibt, dann bin ich mir sicher, dass sie dort unten ist. Und die bewegen sich auch noch. Nehmen wir den Säurebehälter. Mal sehen, ob sich dieses Gitter entfernen lässt. Perfekt. Sieht so aus, als würde dieses Loch in einen Korridor führen. Gehen wir durch. Gott. Metallfach. Ein kleines Schloss hindert mich daran, es zu öffnen. Und trotz seiner geringen Größe scheint es sehr widerstandsfähig zu sein. Diese Schreie. Der Wagen ist so abgenutzt, dass ich nicht glaube, dass er noch lange durchhalten wird. Die Zukunft liegt in unseren Händen. Zusammenarbeiten, wiederaufbauen, berichten. Dem Text nach würde ich sagen, dass dieses Poster ein Teil einer Kampagne der Regierung gewesen sein muss, die nach der großen Welle gestartet wurde. Ich mache jetzt erstmal in der Stelle Schluss hier. Ich habe gerade ein bisschen über der Zeit drüber. Bleibt mir gewogen und bis morgen. Ciao.